Ha! Endlich sind ein paar der ganz brutalen Klassiker vom Index runter, nämlich 25 Jahre nachdem sie rauskamen, gehen die Sachen automatisch wieder zurück und dürfen wieder verscheppert und beworben werden. Sei denn, die BPJM denkt, oh, ist immer noch schlimm. Ist ja unerhört, diese Gewaltscheiße. Hier spielt man ja Krieg. Richtig, das war auch damals das Problem, glaube ich, von 1942. Hier witzigerweise in so einer Trainerversion, das ist auch die, die indiziert war. Und ja, man sieht gleich, warum das auf dem Index landete, weil... Viel zu realistisch. Ja, viel zu brutal, viel zu realistisch. Da wird eine Weltanschauung transportiert, die auch ich so nicht gutheißen kann. Und mich wundert es eigentlich, dass dieses Ding nicht gleich wieder indiziert wurde. Ja, also so einen Dreck möchte ich nicht mehr sehen. Bitte das nächste Spiel, Thorsten. Gerne. Kannst du hier haben. Firepower. Klingt gut. Wahrscheinlich auch ein großer Titel deiner Kindheit, damals östlich von Magdeburg. Und wobei, so ähnlich sah es bei dir ja aus, oder? Erstaunlich gut getroffen, ja. Rote Panzer, also Entschuldigung, das ist doch jetzt nichts Neues für dich. Eine Frostbite 1? Da ja, ist gerade eine Wand kaputt gegangen. Ja, das war auch nicht von DICE. Da ging es darum, im Panzer rumzufahren. Das war witzigerweise eine Art Capture the Flag sogar. Und auch hier ganz klar zu erkennen, ultra brutal, ekelhaft. Kriegsverherrlichend, schlimm. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, ob du dieses Spiel erkennst. Das ist doch Contra. Richtig. Also Chrysor, brillanter Name, ist eine Art englische Variante des Ur-Contra. Es ist auch eigentlich das gleiche Spiel tatsächlich. Und weiß man ja auch übrigens, bei Contra gab es ja auch einige Teile, die auf dem Index gelandet sind. War ja dann so, dass dann teilweise eben Roboter statt Menschen rumgelaufen sind. Und das hier ist auch eindeutig, also für mich geht überhaupt nicht. Da wird Gewalt gegen Menschen, gegen menschenähnliche Tentakel angewandt. Ja. Und überhaupt, das sind verstörende Bilder. Oh, großer Gott, da schläft man doch schlecht. Wobei, das hat jetzt schon ein bisschen so Phallus-mäßiges. Ne? Ja, also pfui, sage ich, auf den Index damit. Ja, und hier, das ist richtig cool. Hier, der Ledernacken. Leatherneck. Ganz offensichtlich inspiriert von einem Film mit Sylvester Stallone, würde ich mal sagen. Und das ist so ganz klassisch für die damalige Zeit. Hier diese Top-Down-Dinger, da gab es jetzt einige. Ich will gar nicht alle aufzählen, weil ich glaube, die sind alle immer noch auf dem Index. Und das hat richtig Laune gemacht. Da ging es einfach darum, so richtig wie Chuck Norris in seinen besten Zeiten. Alles, was aus dem Dschungel kommt, ist böse und muss niedergeschossen werden. Ja, ja, also da hier verstehe ich sogar wirklich, ohne Ironie, warum das indiziert war. Hier geht es ja schon darum, in Reihe Bösewichte kalt zu machen. Die meistens asiatischer Herkunft waren damals. Ja, ne? Und jetzt auch asiatischer Herkunft, hoffe ich, oder? War Casio asiatisch? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin mir sicher. Border Army, so ein Telespiel, so ein typisches wie Game & Watch. Und auch das war indiziert. Und jetzt darf man es wieder kaufen, ist aber arschteuer auf eBay, kostet $100 ungefähr.